Musik liegt in der Luft. Musik verzaubert diese Welt. Schaut zum Himmel und sieh in den Wolken. Blaue Luftballons, die keine Grenze hält. Musik liegt in der Luft. Musik, die uns zusammenführt. Und vielleicht wird nur heute auch dein Wunsch Wirklichkeit. Denn Musik liegt in der Luft. Musik, Musik liegt in der Luft. Und wie ein unsichtbares Band macht sie eins, was so lange getrennt war. Sie verbindet die Menschen im ganzen Land. Musik, Musik liegt in der Luft, liegt in der Luft. Musik, Musik, die uns zusammenführt. Und vielleicht wird noch heute auch dein Wunsch Wirklichkeit, denn Musik liegt in der Luft. Und von Herz hin zu Herz schwebt ein Traum himmelwärts, denn Musik liegt in der Luft. Danke. Dankeschön. Ich bedanke mich. Danke. Guten Abend, meine Damen und Herren, guten Abend, liebe Kinder. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer in Österreich, liebe Zuschauer vom ORF. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer vom ZDF. Wir sind heute Abend mit dieser vierten Sendung von Musik liegt in der Luft in der Freiheitshalle in Hof. Und ich begrüße ganz herzlich das Stadtoberhaupt. Ich begrüße den Oberbürgermeister dieser Stadt, Dieter Döhler. Guten Abend. Meine Damen und Herren, der Slogan dieser Stadt Hof heißt Hof in Bayern ganz oben. Früher sagte man, das stimmt zwar, Hof in Bayern ganz oben, aber ansonsten Hof am Ende der Welt. Heute sagt man, Hof in Bayern ganz oben oder in Sachsen ganz unten. Und ich würde sagen, Hof liegt jetzt im Herzen von Deutschland. Und heute vor genau 2 Jahren war ein großer Tag für alle Deutschen. Viele Menschen sagen, das ist schon 2 Jahre her. Ich würde sagen, es ist erst 2 Jahre her. Erinnern Sie sich? 9. November 1989. Bilder, die immer wieder die Augen ein bisschen feucht werden lassen. Aber auch in der Stadt Hof hat sich so einiges verändert. Wenn man früher auf der heimlichen Rennstrecke Deutschlands so ruckzuck von Nürnberg in Hof war, dann braucht man heute von Hof nach Bayreuth, früher 20 Minuten, heute 7 Stunden. Aber Gott sei Dank, das wird irgendwann auch wieder anders sein, dann hat man das ein bisschen verbreitert, alles das gehört dazu, aber Gott sei Dank hat sich das so entwickelt. Meine Damen und Herren, bei einem Wunschkonzert
bekommt man natürlich viele Post. Viele Menschen schreiben, spielt doch mal das oder jenes. Und nicht alles geht auf eine so kleine Postkarte, die am Luftballon hängt und irgendwo landet, drauf. Und so erfüllen wir den einen oder anderen Wunsch unserer Zuschauer sehr gerne. Und da ist beispielsweise eine Karte, die wir bekommen haben von Nathalie Holzmann aus Bremen-Vegesack. Und da steht, lieber Dieter Thomas Heck, wir finden das total toll, dass du in jeder Sendung als Einziger immer sagst, guten Abend, meine Damen und Herren, guten Abend, liebe Kinder. Aber dann hast du in der Sendung nie Kinder. Deine Nathalie Holzmann, 9 Jahre alt. Meine Klassenkameraden sind übrigens, der soll wohl selben Meinung heißen, ja. Nathalie, ihr habt völlig recht. Und von Kindern können wir Erwachsene immer wieder etwas lernen. Und weil wir lange keine Kinder dabei gehabt haben, haben wir heute ganz genau 59 Kinder aus der Rosenstadt Zweibrücken bei uns zu Gast und damit bei euch und bei Ihnen zu Hause. Und gemeinsam mit den Rosenkindern wandern wir jetzt durch die Jahreszeiten. Durch die Jahreszeiten. Das waren die Rosenkinder aus Zweibrücken. War es eine schöne Fahrt nach Hof? Ja. Ist wieder Lehrer in der Schule, nicht? Guten Abend, liebe Kinder. Guten Abend. Sehr schön. Jetzt weiß ich, warum ich mal Lehrer werden wollte. Aber keiner wollte mich haben. Was hast denn du in Mathe, bitte? 3. Du bist ja richtig gut gegen mich. Bist du richtig gut? Wie heißt denn du? Sarah, wie heißt du bitte? Svenja. Jetzt habe ich mal eine Frage. Ihr kommt aus der Rosenstadt. Lass mich mal ein bisschen, auch wenn der Rudi Diehl gesagt hat, du musst da stehen bleiben. Gehst du einmal da rüber, Sarah? Das ist ganz lieb. Gehe ich mal dazwischen. Den Rudi Diehl stelle ich Ihnen auch gleich noch vor. Die Rosenstadt Zweibrücken, da gibt es 2000 verschiedene Rosensorten.
gibt es 60.000 Exemplare von Rosen. Da gibt es eine schwarze Rose und es gibt eine Fastnachtsrose. Wie sieht bitte eine Fastnachtsrose aus? Oh, eine Mänzer-Fastnachtsrose. Das habe ich an der Stelle auch gedacht. Ich wusste auch nicht, was ich sagen sollte, Svenja. Also ich hatte das Gefühl, so eine Fastnachtsrose, in der Fastnacht schunkelt man ja so, nicht? Hab mich mal ein? Hast du mich mal ein? So? Da schunkelt man so hin und her, nicht? Ja. Wahrscheinlich weht die immer im Wind in zwei Brücken, so nach rechts und nach links. Das ist eine Fastnachtsrose. So beschreiben wir die einfach, nicht? Ja. Kann ja sein, dass irgendeiner sagt, das ist völliger Quatsch. Und wenn du es nicht weißt, ich weiß es auch nicht. Ich danke euch ganz herzlich. Ich wollte Ihnen noch den Chef vorstellen, Herr Diehl. Guten Abend. Toll, was Sie mit den Kindern gemacht haben. Fabelhaft. Gratuliere Ihnen, ganz prima. Das waren Sie, die Rosenkinder aus Zweibrücken. Und jetzt möchte ich Ihnen das Orchester vorstellen. Horst Jankowski und sein Rias Tanzorchester. Mein lieber Horst, freue mich, dich zu sehen. Freue mich, dich zu sehen. Du siehst blendend aus, hast du mir gesagt, sollte ich einmal sagen, weil das immer keiner merkt. Weißt du, das haben mir alle heute Abend schon gesagt beim Reinkommen, aber es ist nett, dass du es mir auch noch sagst. Ja, ich wollte es gerne mal sehen, dass auch die Menschen zu Hause mitkriegen, wie gut aussehend du wirklich bist. Könnt ihr einmal ganz dicht auf ihn fahren, ich gehe weg, dass er wirklich ganz alleine im Bild ist. Ganz alleine und ganz groß. Horst! Mein lieber Horst, damit habe ich die Wette gewonnen. Welche denn? Ich hatte mit Kai Rautenberg gewettet, dass du einmal ganz groß im Bild bist. Kai, der Kasten Bier geht an mich. Dieter. Dann möchte ich Ihnen, dann möchte ich Ihnen jetzt meine, was nur, war? Nur eine Frage noch, bitte. Ja, gerne. Du rauchst doch seit der letzten, vorletzten Sendung nicht mehr. Geht's dir gut ohne Rauchen? Ach, mach einfach weiter. Red einfach. Ich weiß, mit dem kann man nichts machen. Es kommt immer sofort ein Schuss zurück. Ich habe 2 oder 3 Mal wieder geraucht. Heute. Vor einer Sendung. Man ist eben auch nur ein schwacher Mensch. Muss dir nur nicht in aller Öffentlichkeit sagen. Ich wollte dich ja nur fragen. Dankeschön. Dankeschön, Herr Jankowski. Das ist wirklich nett von Ihnen. Ich bedanke mich sehr herzlich. Oh je, so, möchte Ihnen jetzt meine entzückende, charmante, liebenswerte, heute ausgesprochen glückliche, weil Ehemann 3-0 gewonnen hat gegen Erfurt aussehende Monika Sundermann vorstellen. Monika, schön, dass du da bist. Freue mich immer, das ist hübsch. Das ist richtig hübsch, was du da trägst. Sieht ganz, ganz toll aus. Was hast du denn da, bitte? Die Karte. Die Karte. Das ist Monika, nein. Irmi. Irmi Schmidt-Wiedmann. Die habe ich heute Morgen kennengelernt. Die müsste da drüben irgendwo sitzen. Da links außen im roten Pullover, da sitzt sie. Ja, da ist sie. Wohnt im Gartenweg Nummer 5 in Brandenburg. Mhm. In Brandenburg, ist Hotelfachfrau. Sag mal, wenn du mich so anschaust, fällt dir dann irgendetwas auf? Du siehst besonders gut aus. Danke. Fällt dir irgendetwas ein, wenn du mich siehst? Wenn ich dich sehe, fällt mir immer was ein. Oh. Danke. Das ist sehr lieb, aber mein etwas Besonderes im Zusammenhang mit uns beiden. Nein, ich will es jetzt nicht abendfüllend machen. Wir haben heute auf den Tag genau die 20. gemeinsame Sendung. 16 Mal war Ihr Einsatz, bitte. Und heute Abend ist die 4. Musik liegt in der Luft. Ich habe natürlich dran gedacht. Ich habe natürlich dran gedacht. Ach, Dieter! Ja. Ach, Dieter! Ach, ja. Guck mal, ist das nicht schön? Ach, das finde ich ja. Also, da freue ich mich aber. Schön, ne? Das finde ich ja. Also nimmst du die wieder mit raus? Ja, die nehme ich mit. Und wenn du dann die Kerzen richtig schön in Ruhe ausgepustet hast, dann nehmen wir sie später mit, denn heute ist zum letzten Mal der Sigi dabei, unser Produktionschef, und dann haben wir nachher noch eine schöne Nachspeise. Ja. Gibst du uns ein Stück ab? Danke dir. Ja. Dankeschön. Danke. Meine Damen und Herren.